Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute mal wieder ein Blog über die Wasserchemie. Und warum? Weil sich hier was Interessantes zuträgt. Also einmal haben wir ja viel Flachwasserzonen. Hast du heute schon gefüttert? Ja. So. Fütterung, Sauerstoffbedarf steigt, CO2-Abatmung steigt, viel Flachwasserzonen und dann ganz viel Photosynthese. Ja, in dem ganzen Flachwasserbereich. Tom hat jetzt gerade 120% Sauerstoffsättigung, also völlig übersättigt um 20%. Das heißt, seine Belüftung da hinten trägt gerade keinen Sauerstoff ein, sondern trägt Sauerstoff aus. Ja, das kehrt sich immer um. Die Belüftung sucht immer die 100%. Untersättigt heißt, es steigt, übersättigt heißt, es sinkt. Am Ende, wenn wir jetzt mal den Wasserdruck vernachlässigen, sorgt so eine Belüftung nur dafür, dass die Teichoberfläche vergrößert wird. Ja? Also da, wo der Gasaustausch stattfinden kann. So, der pH-Wert, Temperatur ist bei 24 Grad, 23,5. pH-Wert bei 8,3. Was mich eigentlich wundert, und aber auch nicht, weil jetzt haben wir mehrere Faktoren. Wie viel hast du heute schon gefüttert? Zweimal 120 Gramm. Also 240 Gramm ist nicht die Welt auf 50.000 Liter. Dein Teich ist nicht überbesetzt. Aber warum ist der jetzt hoch? Wenn der Sauerstoff bei 120% liegt, muss das CO2 ganz unten sein. Weil die Algen haben das ganze freie CO2, nicht alles, aber der größte Teil, rausgeholt aus dem Wasser und haben Sauerstoff wieder daraus gemacht im Zuge der Photosynthese. So einfach ist das, darum ist der pH-Wert jetzt hoch. Hat aber beim Tom noch einen anderen Grund. Er hat eine Carbonathärte im Teich von 11 und er hat auch im Ausgangswasser im Haus einen pH-Wert, einen KH-Wert von 11. War der schon immer so hoch? Der war schon immer relativ hoch, ja. Also so 8 bis 9 normalerweise. Ja. Also 11 hat mich jetzt auch gewundert, aber... Aufpassen, manchmal stellen die Wasserversorger das Ausgangswasser um, ja, dann kann die Carbonathärte um 2 sinken, um 2 steigen. Ich habe auch schon Leute gehabt, die hätten da fast einen Säuresturz dadurch gehabt, weil die hatten immer ihr Management mit Wasserwechsel und so, pH-Wert hat immer gepasst. Und plötzlich fehlen 2 Punkte Carbonathärte aus dem Ausgangswasser und was passiert? Der pH-Wert geht langsam nach unten. Jetzt kommt ein Phänomen, ich weiß nicht, ob wir es im Blog schon mal erwähnt hatten, aber ich glaube irgendwann in der Zuschauerfrage, Tom hat null Phosphat, wirklich null, nicht nachweisbar. Wenn ich jetzt hier reingucke, unter den Algen ist jede Menge Kalkablagerung. Und wir haben dieses Phänomen mit den Null-Phosphat-Teichen immer dann gemessen, wenn die Carbonathärte hoch ist. Und witzigerweise ist es tatsächlich so, das hat uns einmal unseren Horst geschrieben, ein Wissenschaftler, Fischwissenschaftler, dem haben wir es mal in Auftrag gegeben, dann hat es aber irgendein Kunde auch noch recherchiert gehabt und hat es uns geschrieben, und zwar kann Phosphat unter gewissen Umständen in die Kalkablagerung an den Wänden gehen. Ja, also das Phosphat eingelagert werden. Du hast das Phosphat immer noch im Teich. Mhm. Da ist es gespeichert, gebunden, aber es ist im Wasser nicht mehr nachweisbar. Sagt aber gleich noch was dazu. Ist im Wasser nicht mehr nachweisbar. Es ist immer noch da. Würdest du jetzt deinen pH-Wert unter 7 fahren, ja, dann wird sich's aller Wahrscheinlichkeit nach, löst sich dann der Kalk wieder auf, ja, stabilisiert dann. Mhm. Also wer eine Kalkschicht hat, kann auf Austernschalen verzichten, weil als erstes Mal würde sich über ewige Zeiten die Kalkschicht im Teich wieder lösen, habe ich auch noch nie gesagt, fällt mir gerade ein. Ja. Haben Sie eine Kalkschicht, brauchen Sie eigentlich über die ganze Wasseraufhärtung nicht nachdenken. Sie müssen nur skeptisch werden, wenn die Kalkschicht irgendwann mal fehlt. So, dann würde sich das wahrscheinlich wieder rauslösen, dann wäre es wieder nachweisbar. Und hier ist wirklich, mein Gerät hat gesagt, null. Ja, ich zeige Ihnen mal das Röhrchen, das ist echt krank, super krank. So krass habe ich es auch noch nie erlebt, wenn ich es jetzt noch finde. Im Chaos hier. Ja. Das Ding hier sollte normalerweise auf Blau umschlagen. Ja, das sieht aus wie Leitungswasser. Da ist wirklich gar nichts im Wasser nachweisbar. Aber witzigerweise, der Kollege Tom hat trotzdem Algen wie die Sau. Ja? Ja. Und so viel zum Thema, dass man Phosphat zum limitierenden Faktor erklärt, dass man keine Algen mehr hat. Das funktioniert nicht. Und du hast auch aufgesalzen im Frühjahr gegen die Algen, die waren wahrscheinlich noch länger. Nehme ich mal an. Ja, der Teppich war dicker und sie waren etwas länger. Mhm. Und allerdings muss ich sagen, die Saualge ist auch unfassbar stabil gegen Salz. Also selbst bei 0,6... Das ist noch eine stabilere. Ja, das ist deine Fadenalge. Die Fadenalge, das habe ich Gott sei Dank nicht. Aber
auch das bei 06, es bleibt immer ein Algenteppich. Also das, die verschwinden nicht mehr ganz. Nee. Und du hast ja auch hinten das schöne so Algenfäden noch ein bisschen. Also man sieht, die Alge nur mit Phosphat zu limitieren. Aber jetzt könnte man natürlich auch sagen, kann die Alge jetzt wieder aus dem Kalk das Phosphat rausholen? Keine Ahnung. Ich bin da zu wenig Fischwissenschaftler. Aber interessant ist, dieses Null-Phosphat oder anders ausgedrückt, da wir fast alle Kalkablagerungen in unseren Teichen haben und dieser Effekt bekannt ist, muss man eigentlich die Phosphatmessung überhaupt jetzt in Frage stellen, welchen Sinn die macht. Ob es noch Sinn macht, ja. Außer dass es kostet. Außer dass es kostet. Wie viel ist jetzt da drin, wie viel nicht? Ja. Keine Ahnung. Also, jetzt haben wir deine Wasserwerte auf den Prüfstand gestellt, optisch. Und wir haben ja immer die sensorischen Wasserparameter. Wie sieht das Wasser aus? Wie glänzt es? Optisch ist es sehr schön. Die Luftblasen bleiben ein bisschen zu wenig stehen, ist aber ein Papierfilter und ein Trommelfilter in Kombination geschuldet. Es ist sehr klar, es ist sehr brillant, sehr farblos. Was fütterst du? Condition Number One und Zwei. Eins und Zwei. Also die Farblosigkeit ist dem geschuldet. Tipptopp. Mach's gut. Bis die Tage. Und jetzt gehen wir deine Innenhälterung anschauen. Gut. Ciao.